Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ich wollte diesen Clip eigentlich schon fast als einzelnes Video hochladen, der mir gerade im Livestream passiert ist, aber ich bin noch am Stream. Da dachte ich mir, okay, wir reagieren jetzt live auf Fortnite Deutschland, weil der Typ, der den Kanal macht, hat es geschafft. Ich habe diesen Fail erst vor einer Stunde erspielt, den jetzt schon in die neue Fortnite Deutschland Folge zu hauen. Ich weiß nicht, wie geil er drauf ist, mir die Ehre zu nehmen, jeden Tag, aber ich würde sagen, wir schauen uns das mal gemeinsam an. Das ist einfach zu nice. Wir können ja auch direkt auf die ganze Folge reagieren, würde ich sagen. So, machen wir erstmal einen Sound an. Ja, so passt das ungefähr. So, dann haben wir direkt mal den Red als ersten Clip. Gucken, was der hier macht. Er wusste es. Okay, er fightet. Vielleicht, der Titel ist, wird getrappt. Oh, oh. Oh, oh. Der wird Red jetzt... Da haben wir was gemeinsam, Red. Wir haben beide in der Folge getrappt. Nein, scheiße, Digga. Ich wollte selber nur volle Placen, Digga, ich hatte keine gehabt, Alter. Tja, Digga, da wurden wir... In dieser Folge wurden beide... Oh, jetzt kommt's, Leute. Bitte, guckt euch das an. Bitte, bitte guckt euch das an. Es ist... Erstmal wird der P90-Turn verteilt. Danke, dass du ihn noch reingeschnitten hast im Übrigen. So, und jetzt pass auf. Ich habe sogar den selben Pullover an, also gerade eben erspielt. Okay, ich habe auch sonst immer den selben Pullover an. Jetzt guckt euch an, wie ich jetzt choke. Wie ich das Emote auspacke. Lass ich mir jetzt hier ganz sneaky die Minis trinken. Das merkt er bestimmt nicht. Das klappt alles. Dachte ich, okay, tausche ich mal kurz an, dass ich jetzt hochgehe. Okay, die fighten. Nice, die fighten. Da können wir doch bestimmt abstauben, habe ich mir da gedacht. Ja, jetzt geht der Baukampf los. Der leider jetzt, ich wollte ihn trappen. Pass auf. Selbe Pose. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Guckt euch an, wie arrogant ich war, Digga. Digga, alles klar, Mann. Das, meine liebe Freunde, war es wieder komplett, wie Monte sagen würde. Alles klar, Alter. Okay, so dann lost mit dem Editen, ne? Okay, wir haben auch Reapers direkt. Wahrscheinlich ist die Folge viel zu laut und ich guck gerade nicht in den Chat. Egal. Ja, das mit dem Fallen placen. Oh, als ob du... Reapers auch so Karma kassiert. Oh nein, ich muss los. Das mit dem Fallen placen. Okay. Checken wir mal ganz kurz den Chat ab hier, ob da alles gut ist. Stretched. Stretched. Achso, ich dachte gerade. Ja, ihr seht hier den Chat auch noch, Leute. Also hier immer schön im Livestream vorbeischauen, dann seht ihr sowas. Wir können den Chat sogar, wenn wir es ganz schlau machen. Komm, machen wir hier mal live im Video den Chat. Ah, sieht man aber nicht viel, ne? Hm. Oder wir machen das noch ein bisschen so, dass wir jetzt hier... Wir sind heute experimentierfreudig. Guck mal. Was wir alles können hier, mit Chat jetzt im Video. Aber benehmt euch jetzt Subs, ne? Sonst gibt's hier auch mal richtig Rambazamba später. So. Jetzt haben wir alles im Video. Jetzt haben wir wieder nichts im Video. Oh, jetzt, warte mal, vielleicht kann ich einen Trick machen. So, und jetzt Leertaste drücken. Also ich glaube... Machen wir so, okay. Ich habe noch nie in meinem Leben so hart Karma kassiert. Ja, das war wirklich... Oh, jetzt kommt wieder ein Harmi-Snipe. Immer er mit seinen Snipes, er nimmt immer so die Ehre von den Leuten, ne? Das ist halt nicht mehr lustig. Ich bin gespannt. Der Arme. Oh, hätte er den getroffen, halt's Maul. Oh, er dreht sich immer zu seiner Freundin um, ist mir aufgefallen. Immer wenn er bei ihr ist, dreht er sich zu ihr um. Okay. Digga, der Harmi ist wirklich krank, wirklich. Der ist auch mega korrekt, ich feier den richtig. Ich wollte gerade sagen, er disrespected ihn und wird dann so weggehauen, das glaube ich jetzt nicht. Was? Der Rescology macht auch jeden Snipe, trifft der. Der trifft jeden Snipe, egal was ist. Ja, beschweren kann man sich über den Clip eher weniger, glaube ich. Okay. Tja, da kann man sich eher weniger beschweren über die Falle. Kein Spaß. Das ist dieser eklige Fallenmoment, dieser ganz eklige Fallenmoment, ohne Scheiß. Da drehst du wirklich durch. Garden Boys. Garden Boys. Der Illusion Taps jetzt auch immer wieder am Start. Auch immer gut für Kills bekannt. Nur Trap Kills im Video. Ja, sind schon einige.
Ben wurde nochmal der Kopf. Also Ben kann aufhören mit Fortnite. Rudi, komm ran, Alter. Dieser Spot in dieser Insel ist wirklich so weird, wie die alle nur im Kreis fliegen. Man denkt wirklich, man guckt irgendwie. Oh nein. Digga, er baut schon wieder nicht das, was ich von ihm will. Aber so lost bin ich nicht mehr, das sieht man, da freue ich mich drüber. Klar, hin und wieder wird noch Scheiße gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ah, das ist das, wo ich mich abseilen wollte. Ja, so ist es natürlich einfacher, Freunde, ne? So ist es natürlich einfacher, ganz klar. Da braucht man diese ganzen Konfrontationen braucht man gar nicht, Freunde. Da springt man einfach runter. Gut abgeseilt, Marcello. Da habe ich heute im Ankündigungsvideo besser einen abgeseilt. Red ist hier unterwegs in Risky und verteilt hier die Farmers 2 Bursts. Oh, der war knusprig, Digga. Der war wirklich knusprig, muss man ja sagen. Kann das mal jemand klippen? Ich habe deren Ehre genommen. Das stimmt. Auch kein klassisches Karma-Play gewesen, wie man es ja sonst bei Fortnite Deutschland kennt. Normalerweise wird man ja direkt bestraft, wenn man sowas sagt, wie ich habe mir die Ehre genommen. Aber wird daneben springen. Nein, das war so klar! Stimmbruch ist auch da bei Rascology. RIP, Bruder! Ah, da der Reaps, sieh nochmal, Spaß. Der Reapers. Gucken, was da abgeht. Oh, sag bitte, du wirst getrappt, ich würde mich mega freuen darüber. Ah, du gewinnst den Fight eh. Er ist auch gerade im Chat gewesen, deswegen rede ich mit ihm. Es ist noch so schlimm, ich würde am liebsten den ganzen Tag wieder auf die Spielwiese gehen, um den Scheiß zu üben. Ja, Digga, diese neuen Custom Keybinds, da muss man sich echt dran gewöhnen, falls du umgestellt hast. Ich glaube, du hast umgestellt. Es ist halt wirklich belastend. Als ob du jetzt einen No-Scope triffst. Aber immerhin. Als ob der ihn jetzt trifft. Aua. What the fuck, Alter? Als ob er jetzt noch einen trifft, das wär's jetzt gewesen. Der Typ ist auch eine Legende hier. Was passiert das mit euch, Alter? Den sehe ich immer wieder. Ich hab's eben schon gesagt, aber das gefällt mir auch, wie der spielt. Da kann man was lernen auf jeden Fall. Was? Was war das für ein. Was war das für ein Quickscope, Alter? Mit der normalen Rifle, aber. Wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, er schießt gegen die Kante. Aber ich hoffe, dass er jetzt auch mal Karma kassiert. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, er wird das wahrscheinlich einfach allen die Ehre nehmen. Boah, das ist ein Big Play, wenn er den jetzt auch noch holt. Ey, oh. Boah, Digga. Er hat Glück, er ist mit Beast Plays in der Folge. Ich habe ja nur die Chokes in der Folge. Nee, Scraps, auf keinen Fall. Das war auch ein ganz belastendes Timing an der Stelle. Ach, der Reaper nochmal. Er hat immer mindestens 10 Kills, wenn man ihn zuschaut. Spider-Man ist auch wieder am Start. Oh, oh. Das klang schon nach einem Karma, das Lachen. Oh, okay, nevermind. Das war nice. Alter, die Dance Moves müssen wir aber nochmal üben. Ciao, Kakao. Der klassische Upside-Fail. Was? Hey, das ist doch Rascology. Warum steht da oben der falsche Name, Digga? Da wurde aber etwas falsch gemacht, ne? Da achtet Marcel direkt drauf hier. Aber zeig mal deine Heavy Shotgun. Das ist heavy. Oh. Zeig mal einmal. Ja, wahrscheinlich will er sie nicht nehmen. Oh mein Gott! Was? Die beiden immer. Der In Flames ist auch Sniper-Gott in dieser Folge. Lol. Oh mein Gott, ich hab mich selbst getötet. Aber war an sich nice. Ach Mann. Die Dance-Moves waren heftig, Reapers. Na gut, wenn du meinst. Dann vertraue ich dir mal.
Ich hab grad Flügel hier oben, guck mal Leute, da. Er ist ja seine Folge hier von Tabs. Schon wieder er. Oh! Oh! Oh, in der Luft, 264 Meter, Digga. Was? Der wurde wieder geholt, gehauen ab. Deine so, was? So, wie in den Film, so, was? Oh, Mann. Den kenne ich noch gar nicht, aber Aim ist stabil. Jetzt gibt er, nimmt er die Ehre hoffentlich. Oh mein Gott! Das sah so clean aus, weil er direkt geflogen ist. Und es hat sich auch. Es hat, ja, der Swag übernimmt auf Twitch immer die Nachtschicht. Lol. Als ob er jetzt nicht mehr rauskommt. Das war's komplett. Ist er da getrappt? Als Maul, als ob das jetzt ein Bug ist oder so. Ja, er muss einfach an diesem Haus sterben. Man kann auch die Spitzhacke nicht benutzen. Digga, das ist ja gar nicht eklig, Digga, Monte. Ja, und das sieht man hier auch schon wieder, wird von Ben zerstört. Ja, ja, natürlich. Also Leute, danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.